herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Space Astronomy. Mit dabei ist der liebe Speaking Weapon. Grüß dich. Moin, Leute. Ja, und meinerseits der Commander. Was machen wir heute? Ihr seht, ich habe mir hier schon die Rakete reingepackt. Und mein Template hat sich ein wenig verändert. Weil ich ein wenig Schwierigkeiten hatte, nenne ich es jetzt mal, und ein paar Sachen dementsprechend erledigen musste. So, und jetzt müssen wir nämlich eben ein paar Sachen gucken und ja. Die Frage ist nur, lieber Speaking Weapon, haben wir überhaupt noch Kohle? Nein. Gut, das heißt, meine 1 nimmt jetzt die Glowstone Torches, die ich habe, und wird erstmal ein bisschen Kohle organisieren. Mach das. Beziehungsweise die Rocket und das alles packe ich erstmal hier rein. Die Oxygentanks, der ist remaining, der war null. Es wäre nett, wenn du vielleicht wieder die Oxygenflaschen auffüllen könntest. Du hast ja die Gerätschaften irgendwo deponiert, wo ich sie nicht weiß. In einem Mail-System. Ja, kann ich mal machen. Ja, so. Und dann brauche ich Steel und muss nämlich mal eben meine Pickaxe reparieren. So, so, und dann reparieren wir die mal. So, einer hat schon gereicht, das war gut. So, Iron Stone. Haben wir keinen Stone mehr hier. So, ich hole mal eben Cobblestone wieder hier unten raus. Zack. Ja, mit dem lieben Speaking Web habe ich besprochen, dass wir Leder brauchen, beziehungsweise Kühe brauchen. Ja. Und ich wollte noch ein paar Sachen entsprechend vorbereiten eigentlich und Stil organisieren, beziehungsweise Stil machen für neue, noch stärkere Tools, die wir haben in dem Moment. Heavy Duty Tools. Ja. Und ja. Aber das wird ja wohl nichts, weil wir müssen rüber und müssen erstmal Kohle besorgen. Das bedeutet, wir organisieren uns jetzt in der Farmwelt einfach mal Kohle. Apropos Farmwelt. Ja. Ich schick mal, glaube ich, unseren Buddelmeister wieder los. Wo ist er denn? Irgendwo in dem System. Ja, ich hab ihn schon. Okay. Die verschnellerte Query kann eigentlich auch mal aufgestellt werden. Okay. Hast du die schon fertig? Die Query Plus, ja. Muss nur noch aufgestellt und ja, betrieben werden. Okay. Wir haben aber nichts mehr von Charcoal bis Coal Coke haben wir nichts mehr, ne? Charcoal müssen wir noch ein bisschen haben. Ja, Charcoal habe ich aber jetzt gerade das letzte bisschen rausgenommen. Achso, ja, dann haben wir nichts. So. So, und dann werden wir mal gucken. Bin auch gerade hier unterwegs, Kohle holen. Ja, ich bin jetzt gerade runter auf dem Weg zum, also mein Problem ist, ich habe jetzt den Wagen vergessen. Das ist erstmal Nummer 1. Den Anhänger also. Ich habe die für die Kopplung alles vergessen. Ich habe Gravel vergessen. Ich habe praktisch alles vergessen. Also werde ich wahrscheinlich wohl oder übel doch hier mit Hand arbeiten müssen und baue erstmal die gesamten Schienen ab. Mhm. Wobei unser Wagen ja hier schon ganz schön weit gekommen ist und ich ja hier schon einiges nachgebessert hatte.
So, und dann bauen wir einmal die Kohle da oben ab mit Weinminer. Das Schönste überhaupt. Ja. So. So. Wieso umständlich? Ich nehme den Hammer. Warum so umständlich? Ja, aber ich bin jetzt auf Diamantenlevel gerade, wo ich Kohle suche, ne? Achso. Das heißt, ich suche nicht irgendwo, sondern ich versuche auch noch Diamanten zu finden gleichzeitig. Das wird hier eine lustige Jagd danach. Nickel, Eisen, Lead. Ich finde hier alles gerade aktuell. So, Kohle mit dem Weinminer wieder mal aufsammeln. Weil wir brauchen wir brauchen Kokskohle und ohne Kokskohle geht das nicht. Also, wenn wir entsprechend den. Die Frage ist, wo bauen wir den Quarry Plus auf? Irgendwo in der Oberwelt. Nur ein bisschen weiter weg. Ja, weil Oberwelt ist natürlich immer auch kritisch, wenn wenn dann das Ganze abstürzt, dann oh, hier läuft Öl, hier läuft Öl. Nächste Quest ist fertig. Buggy ist bereit. Soll ich das mitnehmen oder willst du das? Ich versuche gerade hier das Ölloch irgendwie zu stopfen, was ich hier habe. Aber die Quest kann ich eben claimen. Das kann ich machen. Okay. So. Was haben wir denn fertig? Exploring the Universe. Oh. Unclaimed Reward. Wir kriegen das Bugging Fuel Pad, eine Flag und einen Fillet Fuel Kanister für den Moon Buggy. Den würde ich ja jetzt gerne ausprobieren. Oh, weißt du was? Ich komme. Ich komme zurück. Ich will den Buggy fahren. Buggy fahren. Da kannst du ja schon mal Ausschau halten für den nächsten Dungeon. Weil wir brauchen einen Plan für den Tier 2 Rakete. Ach so, genau. Den brauchen wir auch noch. Ja, dann. Ups, ein zu weit. So, da. So, was ist das denn? Das ist Copper Ore. Brauche ich jetzt gerade nicht. Und hoch mit uns. Und da ist das Portal und durch. So, dann gucken wir uns doch mal eben an, was uns der Moon Buggy bringt. Uah. So, wo ist der Buggy? Wo ist Buggy? Buggy, Buggy, Buggy. Ich will Buggy Matches fahren. hier. Ja, warte dann. Ich schmeiße eben hier ein paar Sachen rein. Kohle, Kohle, Kohle. Ein paar Erze. Ein bisschen Cobblestone. Fuel Pad. Fuels habe ich auch noch. Mit Sicherheit ein paar. So. So. Und ab geht's zum Mond. Und also gehen wir hier in diesen gut neu aus. Eigentlich, also, weißt du was? Mir gefällt das Template-Pack, das alte, was wir hatten, dieses John Smith, doch wieder besser. Weil der Teleporter, der sieht ganz cool aus. Der sieht so wirklich so nach Richtung aller Enterprise aus, weil der hat so ein. Ich weiß nicht so. Apropos, siehst du, ich habe was vergessen. Mir fällt ein, ich habe was vergessen. Schäm dich. Ja, weil ohne Fuel Loader kannst du selbst auf dem Fluing Pad, glaube ich, nichts ausrichten, oder? Lup. Ach so.
Kabel haben wir hoffentlich auch noch unten. Oh, ein bisschen ruckelt es gerade bei mir hier. Hast du noch Energy Conduits? Von den Enchanted Energy Conduits? Weil es sind keine mehr da irgendwie. Energy Conduit. Ja, die mit den 5100. Einen einzigen. Einer reicht mir. Danke. So. Und dann ab zum Mond. Wie viel haben wir denn von der Folge? 11 Minuten. So, dann machen wir mal das Fuel Pad hier hin. Wollen wir mal gucken, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na, das ist zu viel. So. So, dann den Fuel Loader daneben. Ja, und jetzt reicht mir doch einer nicht. Ich muss mal Ja. kurz deine Solarzelle hier abklemmen. Du kannst mal bitte kurz gucken. Wo kriegt er denn den Strom? Warte mal, jetzt muss ich nochmal gerade gucken. So, warte mal, jetzt muss ich mal gerade gucken. Wo haben wir die Energy Conduits? Da haben wir die 3 Stück. So. So, und ich hoffe, das reicht jetzt, wenn ich das da unten lang grabe. Nein. Nehmen den da. So. So. Super. So, und jetzt Fuelzelle da rein. Buggy anklicken. Gucken, wie weit wir kommen mit einer Fuelzelle. Eine Fuelzelle sind 100. Okay. Mal eben wieder zurück. Schwein gehabt. Wie gut, dass wir hier eine Sauerstoffatmosphäre haben, weil mein Sauerstoff war gerade alle. Und ja, ich muss mal eben gucken. Ich habe doch irgendwo hier noch volle Sauerstofftanks da. Der ist null, der ist auch null, der ist voll. So, dann der ist voll. Man sollte erst das Menü wechseln und dann den Oxygen-Tank anklicken, damit man dann auch dementsprechend die richtige Sauerstoffanzeige kriegt. So, Das jetzt wäre gehen. von Vorteil. Ja, so. Jetzt bin ich mit dem Buggy drüben. Und versuche mit dem Buggy hier über die Mauer zu springen, was gerade irgendwie nicht funktioniert. Kann man damit springen? Der kann springen, ja. Oh, egal. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wo der Buggy hin ist. Ich habe ihn gerade versucht abzubauen, um ihn umzusetzen. Ah, da oben ist er auf der Mauer. So, Buggy habe ich wieder. Okay.
und wir fahren Buggy, die erste Runde hier. Auf den Mond! Geil. Ja, ich fahre jetzt mal einfach Richtung Osten und guck mal, ob ich da was finde. Der Buggy ist auch verdammt schnell. Also ich muss wirklich sagen, das Ding geht hier ab wie Schmitz' Katze. Bremsen F. Okay, 7% Fuel verbraucht. Da geht's abwärts. Nein. Okay, der kann sich fangen. Also, wie gesagt, wenn irgendwelche Kanten kommen, fährt er, also fliegt er so ein bisschen höher. Und warte mal. Okay. Also ganz einfache WASD-Steuerung. Und ja, ich schalte mal die Map wieder um, weil wir sind auf Dungeon-Suche. Und dann könnten wir auch einmal in die große Map gucken, ob wir nicht vielleicht schon einen Dungeon übersehen haben. Da ist die Base. Hier unten ist der erste Dungeon gewesen, den wir hatten. Und dann können wir mal gucken, ob wir noch einen weiteren finden. So wie hier hinten ungefähr. Ich glaube, da oben ist einer auf dem Berg. Da oben. Das sieht danach ganz nach einem Dungeon aus. Deswegen lassen wir den Buggy mal eben so hier stehen. Fliegen hoch und gucken mal, ob das hier ein Dungeon ist. Ah, das Loch sieht danach aus, aber ist keiner. Leider. Schade. Das wollten wir jetzt nicht. So, wir nehmen uns wieder unseren Buggy und fahren mal weiter. Na, jetzt ist unser Buggy wieder geflogen. Und den Ja. Buggy abgebaut. Also mit einem Klick kannst du den Buggy abbauen. Und das finde ich jetzt natürlich ein bisschen, ist ein bisschen fail. Hier ist wieder ein Loch, sieht aus wie ein Dungeon, ist aber, glaube ich, keiner. Nein, ist kein Dungeon. Hier hinten gibt es jetzt gerade so viele Löcher, die so aussehen. Ach, die Dungeon-Suche. Das ist auf dem Mond leider immer sehr schwierig. Oh, das stimmt. Aber wie gut, dass man die Löcher so von oben gut erkennen könnte. Wir haben eine MFE. Wir haben ein MFE, super. Damit haben wir jetzt noch eine schöne große Speichereinheit für Strom. Ich habe schon wieder ein Dorf gefunden. Aber es wird für was anderes benötigt. Ja. Ach, wenn man nur die Dörfer nutzen könnte oder irgendwie anders die Dungeons besser finden könnte. Und ich nutze ja jetzt hier schon das Fliegen. Dadurch, dass wir ja das Fledermausgen von dir haben, ne? Apropos. Eine Sache könnte ich noch machen. Was denn? Siehst du noch? Ich würde ja gerne mal überlegen, den Tunnelbohrer hier auf dem Mond loszulassen, aber ich weiß nicht, was bringt uns das, wenn wir Moontorf oder sowas gegebenenfalls durch den Chemical Decomposer jagen und
gucken, was wir dabei rausbekommen. Ich guck mal eben. Moon Turf, Moon Rock, egal was. Also wir können ja verdammt viel dadurch jagen. Moon Dirt. Nichts. Rock auch nicht. Turf auch nicht. Also komplett nutzlos. Ja, dann ist die Frage, warum müssen wir auf den Mond? Warum ausgerechnet müssen wir auf den Mond? Dungeons. Ja, wir kriegen sonst kein Meteoric Iron für. Für so ziemlich vieles. Ja. Die Dungeon-Suche. Ich glaube, ich werde hier mal gleich einen kleinen Schnelllauf machen. Hier sind schon wieder zwei so Löcher, die sehen aus wie ein Dungeon-Eingang, aber die sind, gehen gerade mal 10 Loch nach unten und dann ist Ende. Ich steig mal noch ein bisschen hoch. Vielleicht sehe ich dann was von weiter oben noch. Ein bisschen weiter gucken kann. Da sind wieder so Löcher. Das geht ganz schön tief runter. Aber ist es ein Dungeon? Bitte, bitte, lass es ein Dungeon sein. Nein, es ist kein Dungeon. No. Ach ja, diese Dungeonsuche. Du könntest dich ja hier oben beteiligen. Bin mit Hochdruck bei was anderem bei. Wieso bleibt die Dungeonsuche eigentlich immer wieder an mir hängen? Ist auch für die Zuschauer spannender, oder nicht? Nee, glaube ich Obwohl. eher nicht. Glaube ich eher Stimmt. nicht dementsprechend. Deswegen werde ich das wahrscheinlich irgendwie jetzt auch zusammenschneiden. Muss ich mal gucken. Wer besser? Die Frage ist, wenn die Zuschauer einen Tipp hätten, das wäre doch ganz nett. Ihr habt ja jetzt 2 Tage Zeit bis zur nächsten Folge. Denn die nächste Folge, beziehungsweise die, ja, bis zur nächsten normalen Folge, sagen wir es mal so. Weil die nächste offizielle Folge, die ja jetzt kommen wird morgen, ist nämlich eine besondere Folge. Richtig. Und da wird es dann recht lustig. Ich habe da auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich auch. So, und da ich mal gerade sehe, ich bin mit der Aufnahme soweit fertig und ich werde ja ein bisschen was beschleunigen und gucken, rausschneiden etc. pp. Werde ich mal gucken, wie wir dann weiter verfahren. Ich fliege jetzt wieder zurück. Ein Dungeon habe ich leider noch nicht gefunden. Das ist zwar wirklich sehr schade, aber lässt sich jetzt nun mal nicht vermeiden. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie man besser einen Dungeon findet. Weil ich weiß echt nicht mehr weiter, wie ich einen Dungeon für sonst finden soll. Außer diese Suche, die jetzt hier sehr langwierig und ja, schon sehr große Kreise gezogen hat. Vielleicht habe ich auch einen Dungeon übersehen. Wer weiß.
Ich werde nochmal den Mond absuchen, werde nochmal gucken, dass ich einen Dungeon finde. Und bis dahin sage ich bis zur nächsten offiziellen Folge. Ciao. Tschüss, Leute.